Blöder Kerl, hilft uns einfach nicht. Rätsel des Lichts. Gut. Herzlich willkommen zum Rätsel des Lichts und was wir alles nicht tun werden, um diese Typen hier loszuwerden. Zum Beispiel magisch Geschosshagel auf sie zu buttern. Ika. Der Sahnefluss fließt. Was war das? Ouchen, das ist nicht gut. Stehst du mal bitte auf? Der Rot des zornigen Tigers soll dich treffen. Rapunzel, ist ihre Stärke auf null oder warum liegt sie da so rum? Stärke verringert. Nee, die ist einfach nur auf 9. Ja, okay, jetzt steht sie wieder auf. Aber das ist alles gar kein Problem, denn wir haben hier einen Getränketrank. Erstmal trinkst du den. Und dann trinkst du als nächstes das da. Und dann machen wir ihn fertig. Wer auch immer da war. Wer hat uns hier so geschadet? Krieger der Alten und Taumaturg der Alten. Ich glaube, das war der Taumaturg. Das können wir auch. Oh. Wieso hat er es auf uns abgesehen? Warum auch immer? Es hatte keine Chance. Autsch. Ja, genau, wir machen das Mikrofon kaputt. Gute Idee. Warum kommt da jetzt eine Spinne? Tempel, Verteidigung. Gut. Bei diesen Zeichnungen scheint es sich um Anweisungen eines hohen Priesters an einen seiner Untergebenen zu handeln, in denen beschrieben wird, wie man die innerste Kammer des Komplexes betritt. Als Hüter der allerheiligen Artefakte müsst ihr die Geheimnisse unserer Allerheiligsten verstehen. Das ist ja mal heilig hier. Nur die Rituale des Rauchs des Lichts, bla bla bla, lösen die Bande an der Tür. Es gibt keinen anderen Weg, diesen heiligen Raum zu betreten. Sobald die Sklaven unsere Golems fertiggestellt haben, sind unsere Verteidigungsmaßnahmen vollständig. Die versklavte Fee wird euch durch das Ritual des Klangs führen, denn sie ist an die Magie des Gongs gebunden. Das klingt sehr komisch. Um das Ritual des Rauchs zu vollenden, müsst ihr die geweihten Pulver auf das heilige Kohlebecken geben. Und zwar so, dass ihre Verbindung der absteigenden Reihenfolge der Steine im Sockel des Kohlebeckens entsprechen. Hä? Gut, wir werden es ja sehen. Das Ritual des Lichts kann nur vollendet werden, wenn man die Steine aus dem heiligen Becken in der Mitte der Säule verwendet. Beginnt, indem ihr zwei beliebige der einzelnen Steine in die Becken der Primärfarbe legt. Die sekundären Becken müssen sodann mit jenen der doppelten Steine gefüllt werden, deren Farben genau der entspricht, die entstünde, wenn man die Töne der Steine im Primärbecken mischt. Okay, das müssen wir gleich nochmal lesen. Ihr könnt dieses Blatt 14 Tage behalten. Danach wird geprüft werden, was ihr gelernt habt. Eignet euch die Geheimnisse des Rituals an. Tja. Dumm gelaufen. Gut, irgendwas mit Primärfarben. Leiche. Irgendein Teich. Das scheint nicht geklappt zu haben. Das war Becken der Sekundärfarben. Ach, das ist die Mitte, ne? Becken mit kreisenden Farben. Wo sind denn die blöden. Ja, das ist fein, das ist fein. Wo sind denn jetzt die Steinchen? Sind die hier drin? Ein Oberteil. Wofür auch immer. Ich suche die Steinchen für die Farben. Abgeschlossen. Malani, kommst du mal kurz? Oh, das und Vieh. Also ein Taumaturg. Ach, vielleicht hat. Ist Malani schon wieder fast tot? Das gibt's ja nicht, ey. Alter Schamane. Oh, wir sind auch fast hinüber. Ich bin mir sicher, das da können wir gar nicht benutzen, oder? Ich speichere mal kurz und hoffe, dass wir überleben. Oh. Können wir zufällig zurückreisen? Na, natürlich nicht. Eieieiei.
Gut. Trink Rapunzel. Trink schon. Könntest du jetzt bitte gütigst. Gut, Dalen ist jetzt auch im Argen, sagen wir das mal so. Wir haben ja noch ein bisschen. Oh, das ist blöd. Dalen wird uns fehlen. Verdammt. Ja. Müssen wir das jetzt alleine durchspielen, nur mit unseren Gefährten? Müssen wir sterben? Ja, anscheinend. Wenn wir neu einsteigen. Ist Dalen dann wieder dabei? Wir testen es mal. Nein, verdammt nochmal. Und es sind noch mehr da. Wo sind wir hier? Moment. Wo sind wir? Ich will eigentlich zur Sonnenuhr zurück. Gut, ich guck mal, ob wir das schaffen. Ja, auf. Dann reisen wir zurück, holen uns Dalen wieder und reisen wir hier wieder hin. Sonnenuhr. Meine Fresse. Gut, das hat es in sich, würde ich sagen. Ziemlich, ziemlich in sich. Dalen, es tut mir leid, dass du schon wieder mal. Ja, ich weiß, sorry. Dann können wir uns wenigstens ausruhen. Obwohl wir es wahrscheinlich schon getan haben. Haben schön Erfahrungspunkte gelassen, wahrscheinlich. Bis zur nächsten Stufe. Boah, ja, das geht ja. Verdammt. Naja. So, dann holen wir mal Malani und den da. Und gehen nochmal vollständig bekleidet quasi dorthin zurück. Ich meine, wozu haben wir das da? So. Und dann sehen wir mal weiter. Waren hier irgendwelche wichtigen Sachen? Hier machen wir mal zu, oder? Weil wir wollten nach da unten. Genau. Okay. Hier war also dieser blöde Schamane irgendwo. Rätsel des Lichts, ja, fein. So, der müsste hier noch irgendwo rumlungern. Genau, hier ist er. Und er ist leider immer noch fast unsichtbar. Ich kann ja mal gucken. Nee. Und tot ist er. Ja, toll. Erfahrungspunkte. Er hat so viel Ärger verursacht. Er hat uns so viel Ärger verursacht. Und hat nur 52 Erfahrungspunkte gegeben. Ich bin mir sicher, wir haben mehr verloren, als er uns gegeben hat. So, hier sind noch ein paar Truhen. Irgendwo. Nein, aus. Wie sie gerade gelaufen ist. Läuft sie immer so komisch, wenn ich hier was gedrückt halte? Nee. Rapunzel, seit wann läufst du diagonal? Hast du es? Ja, tatsächlich. Weisheit der Eule, Diebeswerkzeug plus 10. Nee. Nee. Das Diebeswerkzeug war auch sicher magisch. Das hätten wir gar nicht mitnehmen können. Noch ein Amulett, nicht identifiziert. Bin mal gespannt, ob das nicht auch wieder so ein doofes Übersetzungsamulett ist. Und wir es aus irgendeinem Grund halt einfach nicht kennen. Nein, 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 nein. Das macht Malani. Malani ist dafür zuständig. Und da ist so ein schwarzes Amethyst. Wo sind denn jetzt diese sagenumwogenen Steine? Müssen wir die erst noch sammeln? Kann das sein? Becken mit kreisenden Farben. Ja. Der Rand des Beckens. Es scheint, als werde es für die Anwendung irgendeines Zaubers vorbereitet. Tja. Das nutzt uns noch nichts. Gut, also. Vielleicht müssen wir die Schriftrolle darauf anwenden.
Ja, Gefolgsmann, es tut mir leid, es tut mir leid. Aufrichtig sogar. Nein, es ist falsch. Wo ist die Schriftrolle? Wo ist die Schriftrolle? Nee. 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 Kann man nicht. Es scheint, als wäre das für die Anwendung eines Zaubers vorbereitet. Okay, vielleicht ist es noch nicht fertig. Und es erklärt dann, was wir später machen müssen. Kann auch sein, dass diese Sicherheitsvorkehrungen noch gar nicht abgeschlossen sind. Gut, metzeln wir uns hier mal ein bisschen weiter durch. Hier waren doch auch welche, oder? Genau. Befehlshaber. Säugetierabschaum. Nur wer in Eiern geboren wird, hat die nötige Reinheit zu überleben oder so. Das hat sicher solche komischen Argumente. Okay, Malani zaubert. Oh, der Führer ist da. Den wollen wir nicht haben. Selbst die Echsen. Herbeigezaubertes Skelett. Hier ist doch sicher wieder so ein blöder, unsichtbarer Schamane. Wir bräuchten einen Flächenzauber, um zu gucken. Tatsächlich. Da ist der Kerl. Magier der Alten. Die sind alle unsichtbar. Wir bräuchten großflächig. Wahrer Blick. Komm, du hast wahrer Blick, oder? Nein, nur ein Übersetzungsamulett. In den Truhen ein bisschen wahrer Blick. Nee, nur Ausdauer. Und eine silberne Halskette. Herzlichen Glückwunsch. Aua. Nee, es sind Feinde in der Nähe. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir reisen jetzt mal zurück, weil das ist mir zu gefährlich. Ich stell mal kurz die Uhr aus. Wir reisen jetzt zurück. Besuchen Dingsbums hier. Besuchen den Tempel. Geben halt ein bisschen Geld aus, aber wir haben es hier. Und gucken, ob er ein bisschen wahrer Blick hat. Ich glaube, er hatte sowas, oder? Das waren Schriftrollen. Kaufen eine Menge scharfer Blick. Oh ja, wir kaufen den scharfen Blick. Zeug kaufen. Können dann gleich mal ein bisschen Zeug verkaufen. Was bist du denn für ein Amulett? Blind und Taubheit kurieren? Ah, okay. Schwere Wunden heilen. Boah. Aber es ist schön gepixelt, muss ich sagen. Ich mag das. Übersetzungsamulett. Kann ich das verkaufen? Nee, natürlich nicht. Den Fokuskristall auch nicht, obwohl ich ihn doppelt habe. Ich finde, wenn man was doppelt hat, könnte man es eigentlich auch verkaufen können. Aber das wäre, glaube ich, zu umständlich. Hey, die Schleuderkugeln sind eindeutig magisch. Und ich konnte sie trotzdem mitnehmen. Irgendwas in der Erklärung stimmt nicht. Okay, das scheint auf jeden Fall ein Questgegenstand zu sein, die Wolkinas Eichensamen. Das Oberteil behalten wir mal lieber. Wer weiß, wofür man es verwenden kann. Jo, dann noch dieses und dann noch jenes. Und dann müssten wir genug Geld haben, weil wir das ja davor nicht hatten, um ein paar wahre Blickschriftrollen zu kaufen. Ich hoffe, er hat sie jetzt auch. Hier sind 1000 Amulette. Hier waren die Schriftrollen, ne? Hier, wahrer Blick. Was? Nur zwei? Verdammt. Wer könnte sowas denn noch haben? Wir sammeln das jetzt mal ein bisschen. Hier ist Erschrecken. Ach, die Magierin dort im Laden. Könnte das auch noch haben. Ich meine, es hält ja auch eine Weile, dieser wahre Blick. Hier war die Magierin, ne? So. Ja, ich brauche wahrer Blick. Ganz viel. Ja, unendlich. Wuhu. Moment, wie viel kostet der? Oh.
Das ist ja Wucher. Meine Fresse. Okay, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine nicht, dass wir zu wenig Geld hätten, aber wir machen jetzt noch, bis wir irgendwas mit 16.000 haben. Und noch einmal. Aber wir müssen echt ein bisschen sparsam sein dann mit diesem Zauber. Das ist ja krass. Ich meine, er erleichtert den Kampf ja auf jeden Fall, aber. Meine Güte. 3.258 Gold für einen Zauber. Junge, Junge, Junge. Okay, den wahren Blick ziehen wir mal hier auf F1. Und ob er uns den Kampf wirklich so erleichtern wird, das werden wir nächste Folge erfahren. Ich weiß nicht, warum die anderen, okay, die haben jetzt spontan in der Tür gerastet. So, Dalen, bist du bereit für Zeitreisen? Bist du bereit für den wahren Blick? Aber erst morgen. Gehabt euch wohl. Guten Start in die neue Woche wünsche ich euch. Wir sehen uns.